Ich bin in der Gruppe Stationäre Energiespeicher und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Entwicklung von Natrium-Nickel-Chlorid-Batterien, auch genannt Zebra-Zellen. Das Herzstück dieser Batterie ist ein keramischer Festelektrolyt. Hier zu sehen ist ein 5 Kilowattstunden Modul von diesen keramischen Batterien. Das ist ein Testmodul, um einfach mal zu sehen, welche Größe und wie muss ausgelegt werden für so einen potenziellen Heimspeicher. Und das ist, glaube ich, auch so eine Kernkompetenz vom IKTS, dass man irgendwie von diesen Komponentenlösungen bis hin zu den Modulen und Systemen gehen kann und dass alles quasi im Haus die Möglichkeit hat, das zu lösen. Ich finde die Entwicklung bei erneuerbaren Energien ist momentan auch so spannend, weil niemand genau weiß, was passieren wird in den nächsten Jahren. Es gibt eben einen Haufen Technologien, die gerade auf den Markt kommen und an denen momentan geforscht wird. Und das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel an der Solarbranche, wie schnell sich das wandeln kann, wie schnell Sachen passieren, wie schnell Preise runtergehen können, wie schnell Produktion von dem einen Land ins andere gehen. Und welche technologischen Lösungen möglich sind und welche am Markt stattfinden, sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt, da immer auf Augenhöhe zu bleiben, was ist realisierbar technologisch, was ist für eine Gesellschaft akzeptabel und wo ist einfach der Preis am Ende entscheidend und wie kann ich als Technologieentwickler oder als Forscher so nah dranbleiben oder auch die Zusammenhänge verstehen, dass ich daran beteiligt sein kann. Und dieses daran beteiligt sein finde ich eben sehr spannend und ich freue mich irgendwie bei dieser Entwicklung auch dabei zu sein. Das ist was ganz Tolles, ja.